Hotelzimmer erstmal alle in schwarz und fangen erstmal ruhig an und steigern uns dann rein und werden richtig kratzig. Richtig kratzig und wild. Kommt so ein bisschen immer der mystische George, kommt da so ein bisschen raus. Man weiß seine Person immer nicht so einzuschätzen. Das ist immer so der geheimnisvolle, coole Wasser. Spannend, ja, auch gleich noch dran, da könnt ihr alle abdecken. Ist vom Motorrad dran oder was? Jetzt kommt das Motorrad, ja. Ja. Damit davor ausgesehen, wir hatten total viel Auswahl. Und was bei dem Motorrad geil ist, das ist nicht so, das sieht irgendwie, weil dadurch, dass es so matt schwarz ist, ist es irgendwie nicht so eine prollige Karre, sondern es sieht echt irgendwie total cool aus, wie aus so einer anderen Zeit irgendwie. Ist echt geil. Und ne? Wer fährt drauf? Ich glaube, ich sitze natürlich drauf. Ne? Ich bin ja auch in Wahrheit der richtige Motorradfahrer. Drummer werden eigentlich auch. Ja? Ja. Gitarre ist irgendwie so, weiß ich nicht. Aber als Drummer, geil. Ich glaube, ich habe da echt Talent für. Ich kann ja auch so ein bisschen Schlagzeug spielen, alles so safe. Und mir selbst beigebracht so, aber ich glaube, ich wäre geil geworden als Drummer. Wir fangen jetzt an nochmal so mit Bandfotos, auch was mit Instrumenten und so. Und da probiere ich auch nochmal was ganz Neues aus. Mal einen karierten Look hier, zusammen mit Tom. So, eigentlich bräuchte man echt, ich liebe das da an Tankstellen, weil die haben so riesen Kanister und so riesen Dinger hier drauf und dann muss es nicht nachfüllen, also ich kotze dieses Nachfüllen auch immer an. So, darum hat man das ja eigentlich, damit man das alles nicht machen muss, aber ohne Kaffee könnte ich nicht leben. Ich glaube, ich trinke viel zu viel Kaffee. Ich werde schon davon auch überhaupt nicht mehr wach, ich glaube, ich mache es nur für die Psyche, dass ich einfach weiß so, okay, du hast jetzt schon 6 Kaffee getrunken, jetzt kannst du anfangen zu arbeiten. Kaffee machen ist wild, ist ja voll traurig. So eine extra Folge. Scheiße! Es gibt nochmal eine andere Frisurvariante. Ich darf mich jetzt nicht bewegen, so. Das war reiner Zufall. Sieht schon Langeweile aus, oder? Ne, wir waren seit ca. 3 Stunden mal wie auf einem Einsatz. Aber so ist es, wenn man ein kleiner, unbedeutender Gitarrist in der Band ist. Ich hasse ja Sport, ich finde ja nichts schlimmer als Sport machen. Also darum bin ich bin eigentlich überhaupt kein Sportfreund. Das Einzige, was ich an Sport mache, eigentlich ab und zu mal Models und Jetski fahren. Mich langweilt das total, wenn ich jeden Tag ins Spiegel gucke und ich sehe jeden Tag gleich aus so. Und ja, darum mache ich das einfach. Und Tom muss sich echt lange überreden. Ja, aber zum Schluss musst du mich ja nicht mehr überreden. Ja, du hast dich schon ganz schön angestellt. Ich habe ja schon. Und das die Schwarzen war übrigens meine Idee. Ich habe ihm die auch gefärbt, by the way. Bist Friseur gelernt.